Ja, ich sag's ganz ehrlich. Im Verhältnis würde ich lieber am Auspuff eines Diesel, eines modernen Dieselautos schnüffeln, als mich Zigaretten brauchen, ein Elektroauto zu setzen. Wenn wir Kernenergie entsprechend ans Netz bringen würden und wenn wir russisches Gas endlich hier zu uns bekommen würden. Energieverknappung wäre dann passé und die Preise würden sinken. Ganz einfach. Hier sprechen keine Lügner. Herr Lauterbach, ein Lügner ist in meinen Augen jemand, der mindestens einmal die Unwahrheit sagt, obwohl er die Wahrheit kennt. Herr Lauterbach, Sie erzählen uns seit 2 Jahren am laufenden Band die Unwahrheit, obwohl Sie die Wahrheit wahrscheinlich kennen. Also seien Sie froh, dass ich Sie lediglich als Lügner bezeichnet habe und nicht noch andere Wörter gewählt habe. Vielen Dank. Sie wissen doch gar nicht, wie ich mich fühle heute. Vielleicht fühle ich mich als Frau. Dazu komme ich gleich noch. Meine Damen und Herren, es ist mal wieder an der Zeit, ein Guten bisschen Tag, Herr Kollege. In diese Debatte zu bringen. Herr das Brandner, gestatten Sie eine Frage schlecht. Oder nee, das Bemerkung das hat mich das von Herrn auf YouTube Hoffmann? Nicht so gut. Dankeschön. Die YouTube-Zuschauer können das dann nicht nachvollziehen. Ein totes Pferd reitet es, steigt ab. Statt nun aber von diesem toten Pferd Energiewende abzusteigen, versuchen die grünen Kommunisten es. Herr Gremlin, ohne Restalkohol geht es besser. Abzusteigen versuchen die grünen Kommunisten es mittels eines gewaltigen. Entschuldigung. Herr Hilse, ich bitte, dass Sie sich erstens entschuldigen und zweitens auch diese Begriffe weder Nazi noch Kommunisten benutzen wir hier im Hause. Da würde ich Sie auch drum bitten. Also Kommunist ist jetzt verboten? Das können Sie gerne zu Protokoll nehmen, weil wir gesagt haben, wir benutzen solche Begriffe hier im Hause nicht. Man muss sich nicht dran halten, aber ich will trotzdem darauf hinweisen. Ich bitte drum. Ich habe die Redezeit angehalten, Herr Hilse. Sie können jetzt weiter vorfahren. Alles klar. Ich entschuldige mich förmlich bei Herrn Gremmels. Ich gehe nicht davon aus, dass Sie unter Restalkohol stehen. Er war der erste Außenminister, der Deutschland in einen Kriegseinsatz getrieben hat seit dem Zweiten Weltkrieg. Das war Ihr Kumpel Joschka, mit Verlaub, Herr Präsident, das Arschloch Fischer, ja, der war das. Und Herr Kollege, das geht so und nicht. Und damals, wenn Sie den früheren, Sie wollen also den früheren Außenminister als Arschloch bezeichnen, dann erteile ich Ihnen einen Ordnungsruf. Danke. Frau Strack-Zimmermann, da können Sie gerne zwischenrufen. Ich weiß, Ihnen gefällt das, wenn hier ein schneidiger Unteroffizier eine heroische Rede hält. Und neues Gerät allein kann den Menschen nicht ersetzen, den Menschen, der für sein Vaterland zu bluten bereit ist. Bei einem meiner letzten Truppenbesuche stellte ich in einem Kampfbataillon fest, dass nur 60% der Feldwebelstellen besetzt sind. Meine Damen und Herren, so kann doch eine Armee nicht funktionieren. Besser hätten wir gar nicht beweisen können, mit welchen Methoden, mit welchen Mitteln, mit welchen halbgaren Sachen Sie hier kommen. Irgendwelche russischen E-Mails, das trauen Sie sich hier niederzulegen und gewählte Abgeordnete damit sozusagen anzugehen. Das ist Nullbeleg, das ist noch nicht mal Hörensagen. Das ist das mieseste vom miesesten Gerücht. Aber wie hier man sich zur parlamentarischen Demokratie stellt und wie die parlamentarischen Gepflogenheiten eingehalten werden, hat man ja gestern gesehen.